Wenn die Konkurrenten jetzt kommen, sich vor ihm einreihen, dann gibt es wieder was in der Kategorie. Aber wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht. Das hier ist Alexander Steenhuysen. Der macht der Konkurrenz und auch gerade den Trainern der Konkurrenz so ein bisschen Sorge, denn der fährt dermaßen gut. Da kommt einiges auf die Weltbesten zu. Ja, und es sieht auch ein bisschen aus wie der Loic Meyer vom technischen Verständnis, was der Herr Kneijak so. Ich denke, es ist fast viel überlegen, ein rotes Dreisatz zu legen und sieht das wirklich uns ein bisschen wieder mehr, Loic. Ist erst in seinem 25. Weltcuprennen unterwegs. Aber schau mal diese Ruhe. Wenn wir das jetzt vergleichen mit einem Windingstad. Da ist vielleicht Dampf, wie du es siehst. Da ist recht Dampf in den Schwing drin. Ist der noch zusammentrickt in die Kurve. Aber es ist kontrollierter Dampf. Deshalb kommt keine Unruhe auf. Das ist ein Wahnsinnsauftritt. Jetzt kurzer Quersteller, aber ein Glanzlauf. Glanzlauf. Und er macht weiter. Schau mal die Ski, wie die da noch Schnee reingehen. Da ist noch einmal ein bisschen weit geworden, aber ich bleibe dabei. Ein Glanzlauf auf einer vor lauter Eis glänzenden Planalp. Super Auftritt. Also der, gestern schon Achter geworden im Slalom, Karriere, Bestergebnis. Und der legt heute nach. Ja, und er bleibt einfach auf der Kante. Er bleibt auf der Kante, durch das, dass er so einen guten zentralen Körperschwerpunkt hat. Geht nichts nach hinten an, nichts nach vorne. 21 Jahre jung. Und wie groß das Vertrauen